Freunde, ich bin hier live bei der GMC 28 nach dem Event. Der Cage ist leer. Es ist wirklich heftig. Ich bin richtig, richtig baff. Michael Smolik hat seinen ersten allgemeinen professionellen Fight verloren. Ja, sei es natürlich durch die ganze Kickbox-Karriere das Ungeschlagene gewesen, jetzt auch noch im MMA. Es ist wirklich das Unscheinbare passiert. Edison Franca, der Brasilianer, welcher wirklich aus dem Nichts kam, 7 Jahre lang nicht professionell aktiv war und es jetzt einfach geschafft hat, nach einem wirklich ultra starken Kampf und extrem heftigen und nervenzerreißenden Kampf wirklich alles zu geben. Es ist einfach zu krass. Michael Smolik steht jetzt 4-1 in MMA und ja, ich werde hoffentlich beide auch noch vor die Kamera bekommen, dass ich dann ein ausführliches Interview für euch machen kann. Ja, was? Okay, alles gut. Läuft euch die Kamera. Egal, es ist wirklich zu krass. Ich bin selber total baff. Wie gesagt, hinter mir ist schon alles leer. Es sind Tränen geflossen. Es war wirklich auch sehr emotional. Auf der Seite von Edison Franca war es natürlich einfach Emotionen, die hochgekocht sind. Einfach aufgrund dessen, weil er es geschafft hat, was so viele bezweifelt haben. Ich unter anderem, da hatte ich wirklich gedacht, Michael Smolik lässt es leicht aussehen, aber war gar nicht der Fall. Also großen Respekt an Edison und auch großen Respekt an Michael Smolik für dieses Kämpferherz. Und es ist einfach krass. Man sieht immer, im MMA kann alles passieren. Man weiß, das MMA-Geschehen ist einfach unvorhersehbar. Das Game ist unberechenbar. Der Kampf lief so ab, dass Michael Smolik in der ersten Runde wirklich im Stand versucht hat, seinen Flow zu finden, aber dann von Edison Franca ein Kick gecatcht wurde und Smolik dann mit einem Takedown gut zu Boden bringen konnte. Und das Wichtige war, dass er ihn dementsprechend dann auch total kontrollieren konnte. Hi. Wenn du willst, können wir auch gleich ein Interview machen, wenn du Lust hast. Islam? Fabricius, No Time MMA. No Time. Hallo. Hi. Ich mache jetzt gerade noch die direkte Reaction zum Smolik-Kampf. Was sagst du dazu, dass Michael ja gerade seine erste Niederlage einstecken musste? Boah, sagen wir mal so, Smolik hat ihn, glaube ich, zu viel unterschätzt und hat seinen Ring vielleicht schlecht erwartet. Er hat ihn runtergebracht, geringt und der andere hat einfach gutes Ground Pound. Ja. Deswegen hat der andere gewonnen. Ja, bist du, sag ich mal, großartig überrascht, dass Michael diesen Kampf verloren hat? Oder hättest du schon erwartet, dass er möglicherweise, er war 7 Jahre weg, sein Gegner, keiner wusste was über ihn, kam jetzt einfach hier aus dem Nichts und hat das Unmögliche möglich gemacht, sag ich mal so? Oder dachtest du schon, möglicherweise könnte der Kampf so ablaufen, dass es auf den Boden geht und Michael dann vielleicht verlieren könnte? Der Michael ist ja nicht so ein guter Ringer, soweit ich weiß. Er hat was ein bisschen gelernt. Er kommt ja eher von Standkickboxen. Ja. Ich sag mal so, der hat ihn einfach unterschätzt. Das sag ich. Der andere hat ihn studiert. Genau sein Gameplan war, ihn runterzubringen und Ground Pound zu machen. Ja. Lass uns gleich nochmal in Ruhe über deinen Kampf reden, da können wir gerne machen. Hast auch super gekämpft, hat richtig Spaß gemacht beim Kommentieren. Islam Kapi Live zu meiner Rechten. Da gibt es nochmal ein separates Interview. Das war jetzt so erstmal die direkte Reaktion zum Smolik-Kampf. Ich werde noch mit Edison Franke sprechen, mit Michael Smolik hoffentlich auch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA. Top.